So lässt dich das Universum spüren, dass du deine Bestimmung lebst. Du hast dein Ziel erreicht. Viele Wege führen nach Rom, ebenso viele führen uns unserer Bestimmung zu. Die wenigsten davon verlaufen geradlinig oder nehmen die kürztmögliche Route dafür. Im Gegenteil, die meisten Menschen müssen enorme Umwege auf sich nehmen, bis sie an das Ziel ihrer Bestimmung gelangen. Gegen diese Vorgehensweise des Schicksals ist nichts einzuwenden. Das Universum und die Schöpfung machen ja bekanntlich keine Fehler. Was unseren Lebenszweck betrifft, ist das Ziel ganz klar das Ziel. Ob du das Deine schon erreicht hast, kannst du ganz einfach anhand der folgenden Anzeichen bestimmen, die wir dir hier heute in unserem Podcast vorstellen möchten. Nummer 1. Es läuft einfach nur gut für dich. Wenn es läuft im Leben, können wir davon ausgehen, auf dem richtigen Dampfer unterwegs zu sein. Alles gelingt uns, keine Steine liegen im Weg. Wenn's passt, dann passt es einfach. Nummer 2. Du empfindest Arbeit nicht als solche. Wenn dir dein Broterwerb plötzlich wie das tollste Hobby aller Zeiten erscheint, hast du deine berufliche Bestimmung gefunden. Wer seinen Job einfach nur liebt und mit jeder Faser seines Herzens darin aufgeht, darf sich wahrhaftig glücklich schätzen. Nummer 3. Frustration oder Langeweile sind passé. Die Tage vergehen wie im Flug. Es gibt keinen Leerlauf, keine toten Zeiten und dein Stimmungsbarometer bleibt dabei konstant hoch. Du fühlst dich trotz guter Auslastung nicht gestresst, sondern erfüllt und sehr zufrieden. Nummer 4. Du fühlst dich körperlich fitter denn je. Wenn es unserer Seele gut geht, zieht unser Körper automatisch nach. Viele chronischen Beschwerden wie Schmerzen oder Verspannungen haben ihre Ursache in psychischen oder emotionalen Disharmonien. Sind wir jedoch dort, wo wir sein wollen, spüren wir das ganzheitlich und könnten jeden Tag Bäume ausreißen vor Glück. Nummer 5. Es gibt keinen Montagsblues mehr. Die meisten Menschen arbeiten 5 Tage pro Woche, um sich auf 2 Tage dieser Woche zu freuen. Doch bereits schon am Samstag bekommen wir jedes Mal Magenschmerzen, wenn wir an den Montag denken. Dieser psychologische Effekt, auch Montagsblues genannt, bleibt Menschen erspart, die ihre Bestimmung leben. Der Montag im Speziellen und die Wochentage im Allgemeinen haben dann keine besondere Bedeutung mehr. Nummer 6. Du bist geduldig und ausgeglichen. Genervt war gestern, dein neues Leben geht dir mühelos von der Hand. Dein Nervenkostüm profitiert besonders von diesem neuen Lifestyle und zeigt sich außerordentlich strapazierfähig. Nummer 7. Zweifel sind Schnee von gestern. Wer noch nicht am Ziel seiner Wünsche angekommen ist, stellt jede Entscheidung, die es zu treffen gilt, in Frage. Soll ich? Soll ich nicht? Lautet dann das ewige Hin und Her in unserem Kopf. Lebst du deine Bestimmung, bist du dir über alles im Klaren, das nun vor dir liegt. Nummer 8. Selbstbewusstsein gibt dir Power. Wenn wir das Leben unserer Träume führen und endlich zeigen können, was in uns steckt, schwingt sich unser Selbstwertgefühl zu ungeahnten Höhenflügen auf. Zu wissen, dass wir letztendlich das erreicht haben, was wir immer wollten, erfüllt uns mit Energie und Entschlossenheit. Nummer 9. Du kannst ganz du selbst sein. Hast du früher auch oft versucht, dir und anderen dein Leben schön zu reden? Hast du dich vielleicht sogar selbst ein wenig geschämt für das, was du noch nicht zustande gebracht hast? Wenn du nun voller Überzeugung zu dir und deinem Leben stehen kannst, bist du an der Ziellinie angekommen. Ausreden oder Schönfärberei haben dann endgültig ausgedient. Nummer 10. Nie zuvor hast du dich so lebendig gefühlt. Du könntest die Welt umarmen und ertappst dich dabei, wie du fröhlich ein Lied vor dich hinsummst und gar lautstark singend durch deinen Alltag tanzt? Glückwunsch! So fühlt sich ein maßgeschneidertes Leben an, das passt, sitzt und Luft hat. Nummer 11. Deine Talente werden endlich geschätzt. Wie viele Jobs müssen wir aushalten und hinter uns bringen, in denen wir Tätigkeiten verrichten, die ein Schimpanse oder ein 12-jähriges Kind mit Leichtigkeit übernehmen könnten?
Wie viele Tassen Kaffee muss eine Frau servieren? Wie viele Klinken ein Mann putzen, um sein eigentliches Potenzial ausschöpfen zu dürfen? Darfst du deine Begabungen endlich von der kurzen Leine lassen? Hast du deine Bestimmung erreicht? Nummer 12. Du brauchst keine Trostpflaster mehr. Wenn die Zeiten vorbei sind, als Shopping deine Droge und Essen deine einzige Freude waren, stehen eindeutig die guten Zeiten am Start. Viele Menschen müssen sich irgendwie über die Runden trösten, damit sie ihren tristen Alltag bewältigen können. Brauchst du diese mentalen Krücken nicht mehr, ist die Sonnenseite dein neues Zuhause. Nummer 13. Jeder Tag erscheint dir noch besser als der vorige. Besser geht's immer, glaub einfach daran. Jeder Tag hat das Zeug dazu, den vorigen noch um Längen zu toppen. Wenn du dich fühlst wie auf der Straße des Glücks, bist du vermutlich genau auf dieser unterwegs. Nummer 14. Finanzielle Sicherheit ist gegeben. Wenn sich Glücksgefühle, eine erfüllende Tätigkeit und finanzielle Sicherheit die Hand reichen, sind wir im Paradies. Dieser Zustand umschreibt jenen des japanischen Ikigai, einer Philosophie, die uns das Glück im Leben näher bringen soll. Nummer 15. Du siehst das Glück in den kleinsten Dingen. Was dir in der Hitze des Alltagsgefechts früher vielleicht gar nicht aufgefallen ist, scheint plötzlich allgegenwärtig zu sein. Wunderschöne Blumen, Marienkäfer, lächelnde Menschen und ein wolkenloser blauer Himmel, um nur einige solcher kleinen Freuden zu nennen. Wenn dein Blick sich auf einmal den Wundern des Alltäglichen öffnet, ist deine Seele in Frieden. Nummer 16. Du schläfst den Schlaf der Gerechten und Glücklichen. Die Qualität unseres Schlafes sagt sehr viel über unsere psychische und physische Verfassung aus. Schlaflose Nächte sind Stress pur für uns und haben meist auch genau diesen zur Ursache. Nummer 17. Jeden Abend freust du dich auf morgen. Wenn dir der nächste Tag gar nicht schnell genug begegnen kann, ist auch dies ein überaus gutes Zeichen dafür, dass du das Gewinnerlos gezogen hast. Nummer 18. Jemand zählt auf dich. Wir brauchen ein soziales Netzwerk im Leben und wenn es noch so klein ist. Deine Bestimmung sieht vor, dass Menschen darin eine Rolle spielen, die sich uneingeschränkt auf dich verlassen können. Genieße das Gefühl, gebraucht zu werden. Es spricht für dich und deine Qualitäten. Nummer 19. Erstmals in deinem Leben machst du dir keine Sorgen. Es klingt wie ein Märchen, wird aber tatsächlich wahr. Wenn du deine Bestimmung gefunden hast und sie leben darfst, haben Sorgen und Ängste erst einmal Pause. Nie zuvor in deinem Leben warst du dir einer Sache so sicher wie jetzt. Aus tiefster Überzeugung weißt du, das kann nicht schiefgehen und das wird es auch nicht. Nummer 20. Du hast deine Ziele klar vor Augen. Jeder große Traum beginnt mit einem ersten mutigen kleinen Schritt. Hast du diesen erfolgreich bewältigt, wird sich schon bald eine klare Richtung abzeichnen, die dir den weiteren Weg deiner Bestimmung aufzeigt. Wenn sich die richtigen Türen erst einmal geöffnet haben, schleusen sich die Mächte des Schicksals souverän hindurch. Unser heutiges Fazit: Happy End statt Endstation. Es müssen nicht immer die 7 Brücken oder die 7 dunklen oder mageren Jahre sein, über die das Leben uns zu Testzwecken gehen lässt. Tatsache ist, dass wir uns unsere Bestimmung immer irgendwie erarbeiten oder verdienen müssen. Frei nach Herbert Spencer haben wir die Wahl. Der Mensch ist entweder Opfer seines Schicksals oder Meister seiner Bestimmung. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben